Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone. Wenn wir oben sind, gucken wir erstmal, was wir als nächstes unternehmen. Ach du Heiliger. Wir könnten noch ein paar Nester ausräuchern. Suche im Rue Camp nach Lisa, die Suche nach Lisa. Könnten wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Gucken, dass wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Scheiße, Rumtreiber. Boah, für der Spike, ja, ha? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Der hat mich überrascht. Das kann ich verkaufen. Ja, wenn wir Lisa suchen, können wir gleichzeitig die Nester ausschalten. Boah, ich hab mein Bike geparkt. Böser Bär, böser Bär, böser Bär, böser Bär, böser Bär. Boah, mit Bären ist echt nicht zu spaßen. Puh. Aber da freut's mich, dass ich dann doch den Skill mit dem mehr Fleisch genommen habe. Ich glaube, hier unter mir ist eine Höhle, ne?
Okay, das hier muss es sein. Lisa, ich werde dich retten. Junge, sie muss irgendwo hier draußen sein. Sechs Nester. Hui, das ist aber eine Menge. Warte mal, Massengräber. Komm schon, wo steckst du? Beute. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Okay, wo bist du, Kleiner? Hier könnte eine Herde durch die Straßen ziehen. Lisa, wo bist du? Verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Das bleibt mal cool. Seht ihr das? Es ist, als wenn eine Horde gerade laut geworden wäre. Das war nicht ganz so gut, wie der auch auf einmal hinter mir stand. Ich dachte, der will woanders hin, aber naja. Ja.
Es geht nichts über Schrott. Was können wir denn eigentlich mal so herstellen? Ich guck da nie nach, ehrlich gesagt. Ausstattung. Vorräte, Materialien, Herstellung. Stuhlbeinaxt, Baseballschlägeraxt. Aber wo stelle ich die her? Ja, sobald sie freischalten sind, findest du sie im Überlebensrad. Keine Ahnung, was die damit sagen wollen. Oder kann ich nur im Überlebensrad herstellen? Oh ja, cool. Das war erst ein Nest. Ich glaube, da ist noch eins. Ich habe ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Noch ein Nest. Bleib mal los. Wirklich damit gerechnet, dass er mich anguckt. So, das war wieder ein Nest. Weniger. Interessant ist, dass ich, glaube ich, gerade alle Nester sehe, warum auch immer. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Wenn ich Pfeile sparen kann, mache ich das gerne. Ah.
Also entweder höre ich Wasserrauschen oder ein Funkgerät. Das ist Wasser. Hätte auch das Rauschen eines Funkgerätes sein können. Oh, ich liebe diese Armbrust. Mal 3 von 6. Ob da noch eins übersehen. Es ist schon fast zu einfach. Oh, eine Kiste. Brauche ich nicht. Keine Sorge, ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Gesperrt, wie es aussieht. Aber nicht so, dass man da gar nicht durch kann. Vielleicht erst später. So, da oben ist auf jeden Fall noch eins drinne und es, da sind auch beide eigentlich. Also. Irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Ach, wo ist das? Scheiß Nest. Das ist hier irgendwo. Hier. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Was? Immer noch nicht? Ich würde hier sowieso die normale Waffe nehmen müssen. Schon, komm schon, komm schon! Puh! Will der mich eigentlich veräppeln? Okay. Was suche ich hier? Schauen wir uns mal um. Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier soll, aber gut.
Okay, mal sehen. Was ist hier los? Na, also. Benzin. Brauche ich zwar gerade nicht, aber... Muss mich genau umschauen. Na gut, wo? Geht doch. Was sind das? Hände und Füße. Das könnten diese Krabbler sein. Ein Bolzen. Na, schon wieder. Verdammt. Die schlagen mit einer Machete auf mich ein und ich bin K.O.? Zum Teufel. Scheiße. Ich brauche meinen Kram zurück. Wo ist mein Zeug? Sie dürfen mich nicht sehen. Alles klar. Junge, das war so ein riesiger Fehler. Warum ist das in Spielen so, dass die Kiste mit seinem ganzen Scheiß immer neben der Zelle ist? War dumm. Hätte sich gerade mal nicht umgedreht. Trophäe erhalten. Der Geist von Farewell. Da ist eine 100 auf dem Bild. Ich glaube, ich habe 100 Leute im Stealth getötet. Finde ich gut. Gut, Lappen und so. Habe ich hier erst aufräumen lassen und jetzt... So ein Punkt. Okay. Ist wahrscheinlich, hat das Spiel vergessen wegzupacken oder so. So, da wir jetzt hier auch aufgeräumt haben, suchen wir nach Lisa. Lisa. Schön aufgeräumt hier. Moment. Okay, Spuren, Vorngröße. Vielleicht Lisas, könnten ihre sein. Spuren führen die Straße runter. Lisa, verdammt, wo bist du? Du musst hier doch irgendwo sein.
zur Hölle komme ich da rein? Schieb das Auto weg. Okay, also die Spuren führen hier lang. Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier drin. Was haben wir denn da? Hui, 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 hui. Ich nehme mal die Axt, komm. Sieht überhaupt nicht bedrohlich aus, wenn wir so reinkommen. Ja, hier lang. Sie ist irgendwo hier lang. Ja, ordentlich. Jetzt einfach hier das Bücherregal noch zur Seite geschoben. Oh, ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Das klingt wie etwas, das sie schreiben würde. Ist sie jetzt weg, oder was? Vertrauen erhöht. Iron Mike Stufe freundlich. Hm? Ist doch was. Das ging gut. Da stimmt was nicht. Ja, Alter, wie will er das noch sagen? Hier stimmt was nicht. Nein, hier stimmt was nicht. War da vielleicht Gestein? Da ist Stein. Was? Wer seid ihr jetzt? Oh, du kannst Türen öffnen. Du bist ja ein Held. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt hier waren. Wahrscheinlich einfach nur so. Ich brauche noch ein paar Teile. Das wäre auch lustig. Damit ein bisschen rumzufahren. Aber wir wären da zu leichtes Ziel drauf. So. Zu Iron Mike. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Uns fehlt hier noch die Ecke, ne? Nur, dass ihr es wisst. In Stücke gerissen, kehrt zu. Ach, Mann, wo ich überall hin muss. Hier müssten noch sehr viele Nester ausgelöscht werden, aber ehrlich gesagt würde ich tatsächlich gerne ins Lager. Ja, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin.